Hallo und willkommen zurück zum dritten Teil unserer Tutorial-Reihe HTML für Anfänger. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und heute möchte ich euch zwei neue Sachen zeigen. Zum einen Hyperlinks und zum anderen Bilder, die wir einfügen werden. Beginnen wir gleich mal mit dem ersten Thema, den sogenannten Hyperlinks. Klar, jeder von euch kennt es, man klickt auf einen Link und dann entsprechend öffnet sich ein neues Fenster oder man wird irgendwo hin geleitet. Genau sowas bauen wir jetzt hier. Das ist auch relativ einfach. Alles, was ihr tun müsst, natürlich innerhalb des Bodies hier, ist ein Überlink einfügen. Das machen wir ganz einfach, indem wir einen Tag aufmachen. Wir nehmen A und schreiben dann href. Ich denke, das heißt Hyperlink Reference. Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnt ihr mal googeln und könnt dann in die Kommentare posten, ob ich recht habe. Wenn ihr Enter drückt und hier in die Gänsefüßchen bzw. in Anführungszeichen müsst ihr dann entsprechend den Link schreiben. Zum Beispiel http://www.google.de und dann schließt ihr dieses Tag und könnt jetzt hier noch entsprechend natürlich einen Namen angeben, zum Beispiel klick mich, wenn ihr sowas habt. Und wenn wir jetzt entsprechend hier unsere Homepage aktualisieren, dann sehen wir hier blau und unterstrichen den Hyperlink. Wenn wir den klicken, entsprechend öffnet sich Google. Natürlich können wir hier auch jede andere Homepage hinsetzen, die wir wollen. Wir können natürlich auch zum Beispiel einen Link, also genau einen Pfad zu einer anderen HTML-Datei angeben. Dann würden wir über diesen Link entsprechend diese Datei öffnen. Genau. Was natürlich auch geht und was häufig oft gefragt wird, ob man das auch in einem neuen Tab öffnen kann. Das seht ihr ja auch oder kennt ihr ja auch von Homepages, wenn ihr auf einen Hyperlink klickt, dass entsprechend ein neuer Tab geöffnet wird in die Seite. Und das können wir auch hier direkt in HTML mit angeben, indem wir hinschreiben Target und dann seht ihr auch schon die Auswahlmöglichkeiten. Und wenn ihr hier direkt Blank auswählt, also ein Doppelklick da drauf, also in Anführungszeichen Blank unterstrich Blank schreibt, das speichert. Und wenn wir jetzt das uns nochmal anschauen, dann sehen wir, wenn wir jetzt den Hyperlink klicken, dass es entsprechend in einem neuen Tab geöffnet wird und dass unsere erste Homepage hier entsprechend offen bleibt. Genau, das ist es eigentlich im Wesentlichen zu den Hyperlinks. Vielleicht eine Sache noch. Genau, wenn ihr, das kennt ihr bestimmt auch, so etwas habt wie zum Beispiel Kontaktieren Sie mich oder Kontakt. Und wenn ihr auf diesen Link klickt, dann öffnet sich ja normalerweise zum Beispiel euer E-Mail-Programm, wo dann schon die Adresse des Empfängers hinterlegt ist. Auch sowas können wir machen. Ich setze hier mal einen Break und wir fügen hier mal einen zweiten Hyperlink ein, ahref, schreiben auch hier wieder ein ist gleich und in Anführungszeichen jetzt Mail to, ein Doppelpunkt und dann müsst ihr die Empfängeradresse angeben, zum Beispiel meine E-Mail at gmx.de und ich möchte hier keine Werbung machen, möchte das direkt dazu sagen, aber ihr könnt hier einfach zum Beispiel eure E-Mail-Adresse eingeben. Wir schließen das hier und geben dann an, was letztendlich dastehen soll als Wort. Ja, Kontakt zum Beispiel. Kontakt, so, speichern das auch wieder. Steuerung S oder eben Datei speichern. Klicken und wenn wir jetzt eben aktualisieren, dann seht ihr hier eben durch den Break entsprechend auch in der neuen Zeile Kontakt. Und wenn wir da draufklicken, dann öffnet sich euer E-Mail-Programm, was ihr eben standardmäßig hinterlegt habt, das könnte Outlook sein, das könnte auch von Mozilla gibt es ja auch eins, Thunderbird heißt das, oder irgendwas anderes sein, egal. Und wenn ich jetzt Outlook eingerichtet hätte, dann würde sich eben Outlook direkt eröffnen und würde entsprechend dann als Empfänger direkt quasi meine E-Mail at gmx enthalten. Also auch sowas können wir hier mit Hyperlinks machen. Gut. So viel zu den Hyperlinks und was ich euch jetzt noch zeigen möchte, das waren die Bilder. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel ein Bild einfügen wollen, dann können wir das tun, indem wir hier ganz einfach Image schreiben, also IMG. Das reicht schon. Und jetzt einfach noch quasi, wir brauchen natürlich eine Quelle dafür. Also wo bekommen wir unser Bild her? Und die Quelle holen wir uns über SRC, steht für Source. Schreiben ein ist gleich und auch wieder in Anführungszeichen. Jetzt brauchen wir genau einen Pfad der Datei. Und ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ein Selbstporträt von mir. Hier unten. Wenn ich auf Eigenschaften klicke, auf Sicherheit und diesen Pfad hier nehme,
dann habe ich eben den genauen Pfad zum Objekt. Und wenn ich den jetzt hier in unsere Datei reinkopiere, STRG V, ja, habt ihr vielleicht schon gesehen, dann müssen wir nur noch unser Image-Tag schließen. Und Image ist wie BR so eine Sonderausnahme. Das heißt, wir schließen dieses Tag direkt hier schon. Also es gibt kein zweites Image, wo dann geschlossen wird, sondern wir schließen es direkt hier schon. Und was wir noch machen können, das ist eine alternative Textbeschreibung hinzufügen. Also was ist, wenn der Browser, aus welchen Gründen auch immer, oder weil sich der Dateipfad ändert zum Beispiel, das Bild nicht mehr findet und nicht anzeigen kann. Dann können wir hier noch ein Alt hinschreiben, ist gleich, und auch hier einen Text, den wir dann stattdessen anzeigen wollen. Kein Bild, sorry, zum Beispiel. Okay? So, wenn wir das jetzt speichern und ich jetzt hier reingehe, dann sehen wir, dass hier entsprechend mein Selbstporträt hinterlegt ist. Ja? Und nur mal, damit ihr es auch seht, falls jetzt hier irgendwie sich was verändert, Bild zum Beispiel das D rausfällt, ich das speichere, dann haben wir, dann kann der Pfad ja nicht mehr gefunden werden. Und wenn wir das aktualisieren, dann entsprechend steht hier der alternative Text. Kein Bild. Wir sehen auch hier, dass das direkt in der Zeile neben Kontakt steht, weil das vom Platz her reinpasst und wir hier eben keinen Break davor gesetzt haben. Das andere, das Bild, das ursprüngliche Bild in seiner Größe, also wenn ich hier das D wieder hinschreibe und wir uns das anschauen, ist entsprechend darunter, weil es eben nicht neben Kontakt noch gepasst hat, vom Platz her in dem Fall. Genau, so seht ihr, bei Vollbild würde es daneben passen, also es würde direkt neben Kontakt auftauchen. Aber zum Styling kommen wir dann auch später nochmal bei CSS. So. Genau, so viel dazu. Und was wir auch noch machen können, wir können direkt hier, übrigens, wenn ihr das möchtet, auch die Größe des Bilds direkt einstellen. Also wenn wir hier direkt noch innerhalb dieses Image-Tags, bevor wir es schließen, können wir auch noch Height and Width einstellen, also Größe, bzw. Höhe und Breite. Also Height kann ich schreiben hier und in Anführungszeichen dann zum Beispiel 150 Pixel px und Width könnte ich schreiben 250 Pixel. Ich hoffe, ich verzerre das Bild jetzt nicht so stark, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich habe es vorher nicht getestet, aber wenn wir das jetzt aktualisieren, dann sehen wir, dass das Bild entsprechend kleiner wird. Und ja, es passt sogar noch einigermaßen. Also auch die Größe können wir hier direkt schon bestimmen. Das war's zu den Hyperlinks und zu den Bildern. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ja, gebt mir einen Daumen hoch. Und ja, schaltet wieder ein zum nächsten Video. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.